sind sie natürlich auf der Suche. Ach, aber trotzdem stationär. Die fliegen jetzt nicht random rum, oder wie? Okay, gut. Das kriegt man ja hin. Oh nee. Vielleicht versuche ich es doch von hier. Außen rum. Der leuchtet hier ab und zu mal rauf. Oh, hatte ich jetzt gerade Glück. Runter! Der dreht sich immer im Kreis, der fliegt hier eine Runde. Jetzt. Jetzt muss ich nur noch an dem vorbeikommen. Der sieht mich hier. Fliegt der weiter? Mal kurz darauf achten, wie der sich umdreht. Ich kann ja einfach an ihm vorbeilaufen. Links rum. Nein! Was? Kannst du nicht einfach dein Pattern ändern? Gut. So, links rum drehst du dich. Ich hoffe, es war richtig. Ja. Du sollst da schon raufspringen. So. Nein, auf den Schreibtisch. Katz, auf den Schreibtisch. Wir haben ihn. Wir können los. Ich habe mich gefühlt, als ob ich wieder im Computersystem meines Labors gefangen wäre. Ganz allein. Du bist wegen mir zurückgekommen. Du bist ein guter Freund. Ich bin so froh, dass wir alle wieder zusammen sind. Aber noch sind wir nicht sicher. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Kannst du die Tür dort öffnen? Sprich mit mir.
weiß nicht, was du jetzt damit tust, aber viel Spaß. Ach, da oben ganz. Gehen. So. Diese Wächter versperren mal wieder den Weg. Sie werden mich sofort bemerken. Vielleicht kannst du versuchen, sie in die Zellen zu locken und sie dort einzusperren. Ja, ich glaube schon. Den Typen da drüben auf dem Boden. Er wurde neu gebootet. Ich will mein Gedächtnis nicht verlieren. Ich habe solche Angst. Altenpflege. Dieses Genesungszentrum hat mir sehr gut getan. Mein Geist ist klar und rein. Ah, okay. Das heißt, ich muss jetzt in sein Blickfeld laufen. Muss zusehen, dass ich nicht getötet werde. Ah, scheiße, er ist mit rausgekommen. Ja, der kommt immer mit raus. Scheiße. Ist zu schnell. Ich muss nur Verdacht erregen. Wenn er Aggro auf mich hat, dann geht das nicht. Kann ich irgendwo in ein Fass reinkriechen? Ich glaube fast, ich muss mich töten lassen, sonst wird das nichts. Oh. Ah! Ich verstehe, ich verstehe. Kein Leben mehr. Ich bin 7-mal gestorben. Okay, pass auf. Das hat doch super geklappt jetzt. So, das ist einfach offen. Kann ich ja nicht mitrechnen. Eine Erinnerung. Dieser arme Kerl.
Es scheint, dass die Wächter erbarmungslos sind, wenn man sich ihnen widersetzt. Genau das habe ich befürchtet. Sie haben ihn komplett ausgelöscht. Keine Gefühle mehr, kein Selbstbewusstsein, keine Erinnerung. Bitte, wir dürfen uns nicht erwischen lassen. Ach so. Ach so, ich verstehe. Nee, dann lassen wir hier mal zu. Los, schnell hier weg. Schnell hier weg. Schnell hier weg. Bitte seide hier rein. Oh. Aber ich glaube, es war schon richtig gedacht. So ungefähr sollte es funktionieren. Oder ich mach's andersrum. Mach hier auf. Dazu. Ein hier einmal durch. So. Nein. Der rafft's aber auch nicht. Dann machen wir jetzt mal... Ah, oh, fuck it. Ja gut. Dann hier. Der ist da. Der andere ist... Ich sollte bei dem anfangen. Das hat ja nicht so gut geklappt. Hey, komm mal her. Eigentlich müsste ich da jetzt aufmachen. Und hierzu, oder? Mal rein. Ah, jetzt ist schon zu spät. Aggro verloren. Und tot. Nochmal. Was macht die Maus denn da im Bild? Hä? Ey, bring mich nicht in Schwierigkeiten. Ich habe nur noch 758 Jahre, dann bin ich wieder frei. Das ist ja nix, du. Verdammt. Och, die arme Katze. Ich möchte, dass du mich siehst. Dass er mich sieht. Die jetzt hier reingeht, ich möglichst nicht getötet werde.
Ich stream seit seit 8,5 Stunden. Wenn das jetzt nichts wird, dann ist es vielleicht auch einfach mal Zeit auszumachen. Richtig scheiße. Sehr gut. Das Spiel hat mich gehört und entsprechend reagiert. Es war lustig, was ich gemacht habe, aber ich weiß ja nicht. Und? Habt ihr Lust mitzukommen? Gut gemacht, dass du den Wächter eingesperrt hast. Wir müssen unsere Macht zurückholen. Und was sagst du? Gar nichts. Sie sperrt die einfach wieder ein. Bleibt wachsam. Wir sind noch nicht in Sicherheit. Nun, wir müssen da ja jetzt irgendwie rüber. Sie ist der einzige Weg aus diesem Gefängnis. Ich glaube, wir können sie von dem Kontrollraum dort aus öffnen. Wir müssen aber einen Weg finden, um in den Raum zu kommen. Schauen wir uns mal um. Erstmal kratzen. Hey Clementine. Wir haben Glück, sie haben den Schlüssel in der Tür stecken gelassen. Spring auf die Ladefläche des Lasters. Du solltest in der Lage sein, über den Zaun zu klettern und so in den gesicherten Bereich zu gelangen. Könnte hinkommen. Schnell, ich will einfach nur hier raus. Hier geht's gleich bestimmt wieder ab. Gerade offen? Nee. Scheiße. Rüber! Rüber! Lass mich nicht alleine!